Herr Süverkopp, ja. Wir stehen mitten noch in der Koalitionsverarbeitung. Ja. Die Sozialdemokratische Partei wird noch über den Vertrag abstimmen. Ja. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt schon sicher sein, dass es sich um ein historisches Werk handeln wird, oder? Ja, das wimmelt ja von historischen Werken in der ganzen Geschichte. Warum soll das nicht auch eins sein? Sie meinen also, ein Werk wird historisch dadurch, dass es viele Werke gibt, oder? Ja, wenn es manche Sachen, also eigentlich die Historizität kommt ja eigentlich durch die Zeit, die da so. Aber es gibt Dinge, die sind von Anfang an so brüchig und von der Zeit geschunden, dass man gleich das Gefühl hat, sie seien historisch. So sehe ich das. Also nach Lesen des Vertragsentwurfs bin ich zur Überzeugung gekommen, CDU und SPD, insbesondere die SPD, werden ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung gerecht. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Überall versucht der Mensch, sein Überleben zu sichern dadurch, dass er Vorräte anlegt. Ja. Manchmal ist es ja auch das Eichhörnchen, das in dieser Art und Weise arbeitet. Ja. Und einer der bemerkenswertesten Punkte in diesem Vertrag, diesem Koalitionsvertrag, ist die Vorratsdatenspeicherung. Ja, sicher. Warum auch nicht? Also, wer Vorräte hat, kann mit anderen teilen. Ja. Und da sind ja unsere Freunde, die Amerikaner, also die Nordamerikaner, wie auch immer sie gerne nennen möchten, durchaus interessiert, solche Vorräte, solche vorgeratenen Daten zu verwerten. Ja, sicher, klar. Zum Schluss wird aus der ganzen Welt eine wunderbare, reichhaltige Familie. Jeder weiß von jedem was. Und im Grunde wird man dann zum Beispiel gar keine Zeitungen mehr brauchen. Und man braucht auch keine Polizei mehr. Zum Schluss braucht man auch gar keine SPD und keine CDU mehr. Ich habe in dem Vertrag bedauerlicherweise kein stärkendes Wort, um bei der Vokabel zu bleiben, kein stärkendes Wort zu den Rettungsschirmen gelesen. Mhm. Bedauern Sie das ähnlich wie ich? Ja. Ich meine, Bankenrettung gehört ja sozusagen zu den Notprogrammen dieses Landes. Ja? Also, ein Jahr ohne mindestens eine Bank gerettet zu haben, ist ja ein verlorenes Jahr, denke ich mir. Ja. Gibt es denn noch Banken, die nicht gerettet sind, also die nicht gerettet werden müssen? Da bin ich mir etwas unsicher, ehrlich gesagt. Aber ich denke, so eine Bank freut sich, wenn sie alle 2-3 Jahre neu gerettet wird. Ja, sicher, wie sollen die sonst an ihr Geld kommen? Ja. Also so ein Koalitionsvertrag ist ja ein, ich habe es eingangs schon gesagt, ein großes Werk zur Entwicklung der Republik und vielleicht sogar der gesamten Welt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, finde ich, dass dort der Massengentest verankert ist. Also setzen wir den Fall, ein Kiosk wurde überfallen, die Polizei findet Genspuren. Dann könnte sie im ganzen Quartier Genteste ohne Ende durchführen und den Täter auf Dauer herausfinden. Und es gibt eine Neuerung im Koalitionsvertrag, es gibt den sogenannten Beinahtreffer. Der Beinahtreffer, eine unglaubliche Neuerung, in der Rechtssicherheit, will ich mal sagen, sagt, wenn ich Gene, die dem Tätergen ähnlich sind, Tatort gefunden, Gen ähnlich sind, finde, dann kann es der Onkel sein vom Täter, den ich getroffen habe, der Neffe, der Großvater. Sodass ich also vom Großvater auf den Täter schließen kann, also eine unglaubliche Ausweitung, ich will mal sagen, der Sicherheit eigentlich. Ja. Das ohne Frage, und das hat auch, irgendwie scheint es mir aus der Polizeipraxis zu kommen. Also früher hat man nur aufs Bein geschossen, jetzt schiebt man aufs Bein nahe und bums, kommt man der Sache wirklich näher. Also ich habe gesagt, dass mich ein bisschen beunruhigt, dass bei dieser großen Koalition die Grünen nicht dabei sind. Ja? Also das hat mich schon nach den letzten 4 Jahren ein bisschen irritiert. Ja, man muss ein bisschen Geduld haben. Ja. Also das werden Sie doch schon, so viel Geduld haben Sie doch gewiss auch. Ja. Also ich bin da ganz sicher, das wird nicht mehr lange dauern. Ja. So. Folgen Sie hier diesem hessischen Hinweis, dass dort über eine Koalition zwischen CDU und Grünen verhandelt wird? Ja. Weil mich diese
Koalition in Hessen doch ein ganz klein wenig irritiert, ehrlich gesagt. Also, wenn Sie sich bitte erinnern mögen, die hessische CDU, ne, ein Spendensammelverein, der behauptet hat, er bekäme es aus den jüdischen Vermächtnissen, geführt von einem relativ offenkundigen Rassisten wie Herrn Koch, dessen Adlatus jetzt hessischer Ministerpräsident ist. Da hätten Sie vorher geglaubt, dass die Grünen mit solchen Leuten koalieren würden? Ja, sicher. Ja? Ja, klar. Ich will jetzt nicht in politische Details gehen, aber wenn ich mir überlege, wie sie angefangen haben und wie sie dann weitergemacht haben, wenn ich in die vielen schönen, wirklich sehr ergreifenden Reden denke, die ihre Protagonisten dann für das Eingreifen in verschiedenen unschuldigen Ländern im Interesse des Friedens, die große Friedensweise, ist doch wunderbar. Ja. Also man sieht, dass im Grunde haben sie ja immer die vernünftige Position gehabt. Wir machen ja gar keine Politik. Mhm. Wir machen ja nur Politik, aber wir machen doch keine Politik. Mhm. Wenn wir Politik machen würden, dann würden wir... Aber wir machen ja keine Politik. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, aller Bescheidenheit, habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie die Militarisierung der Außenpolitik veranlasst von Grünen und SPD, vor Jahren weitergeführt, etc., dass Sie die für eine Art Friedenspolitik haben. Ja, sie muss es ja sein, sonst würden die das doch nicht sagen. Ach so, ja. Sie müssen also schon ein gewisses Urvertrauen müssen sie haben. Ja. Wenn sie das nicht haben, deswegen habe ich auch eben hier geguckt, wenn sie ohne Urvertrauen, dann werden sie die Zeit verschlafen. Ja, ja. Friedenspolitik ist mein Stichwort, Herr Silberkopf. Ich habe den Eindruck, dass mit dem jetzt in der Koalition vereinbarten Mindestlohn der soziale Frieden gesichert werden soll. Ja, wessen sozialer Frieden, das muss man noch sehen, aber irgendein sozialer Frieden wird damit ganz gewiss gesichert. Wenn Sie denn nun sich mal in die Haut eines Sozialdemokraten reinversetzen. Ja. Ja. Mhm. Und wenn Sie darüber nachdenken, dass die letzte große Koalition die SPD nahezu halbiert hat. Ja. Glauben Sie denn ernsthaft, dass die SPD diesen Koalitionsvertrag überlebt oder exakter diese Koalition überlebt, dass sie nach 4 Jahren noch wählbare Fragmente vorzuweisen hat? Also solange ich noch in meiner sozialdemokratischen Haut bleibe, würde ich darauf hoffen. Ja. Wenn ich aber aus derselben herausschlüpfe, dann kann ich nur sagen, vielleicht auch nicht. Ja. Das scheint Ihnen nicht so bedeutsam zu sein, dass eine alte, klassische, große Arbeiterpartei möglicherweise ins Nirvana verschwindet, ja? Sie sind zu ernst geworden. Ich danke Ihnen für dieses hochaufschlussreiche Gespräch. Hoffe, dass wir uns in spätestens 4 Jahren am selben Tisch wiedersehen. Ja. Und es wäre auch schön, wenn wir die Sozialdemokratie wiedersehen könnten. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für den Weißwein. Ja.